Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls. Entschuldigung, ein kleines Bäuerchen. Wir sind immer noch hier in den Duke's Archives irgendwo. Wenn ich ehrlich bin, habe ich keine Ahnung. Hier nur schon wieder irgendwelche Skelette mit Kristall. Und dann Bogenschützen und ich werde von hinten gehauen, habe ich das Gefühl. Nein, ich bin nur von zwei Seiten bebogenschützt. Danke, ihr Penner. Dann liegt hier nicht mal was. Jetzt definitiv zu viele Kristallskelette. Das gibt's doch nicht. Überall sind sie. Überall. Wie hat der mich denn getroffen? Toll, ist mein Estus-Flask auch noch leer. Gehen wir mal wieder runter. Tätigen den Hebel, der witzigerweise diese Treppe einmal um 180 Grad dreht. Das heißt, ich komme jetzt hier oben hin, um dem aufs Maul zu hauen. Was ich mit Freuden tue und ohne schlechtes Gewissen. Und da komme ich unten hin. Wo sich dann gleich mal zeigen wird, was es da Spannendes gibt. Hier ist mal wieder nix. Da geht's raus, wie es aussieht, aber da ist auch ein Bogenschütze. Wir wissen, was wir mit Bogenschützen machen. Die kriegen aufs Maul. Bäm. Bäm. So. Hier ist schon wieder nix. Dann gehen wir mal drüben unten probieren, was da war. So. Hier muss doch noch irgendwo irgendwas sein. Ja. Es macht Tock. Und das war's. Da ist eine Truhe. Und hier diese Wand. So offensichtlich, da muss doch irgendwo. Kein. Ich glaube, das ist eine normale Truhe. Aber, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Noch ein Funkeldiener. Stimmt, ich hatte vergessen. Hier gibt es ohne Ende. Kann ich gleich mein Schild upgraden und dann die Rüstung upgraden. Und dann bin ich ein Silberritter. Wow. Richtig krasser Silberritter. So, aber oben geht's weiter. Glaube ich. Mal schauen. Auf jeden Fall, nee, das ist glaube ich der Tod. Nee, nicht der Tod. Ist es der Tod? Ja, das ist der Tod, der ist irgendwie in die Wand reingeglitscht. Keine Ahnung, wie ich das hingekriegt habe. Aber es gefällt mir. Es sieht dämlich aus, das hat er verdient. Ja, ich fertig. Mir fällt spontan noch eine Lösung ein, um zu dem hinzukommen. Und zwar die hier. Aua. So. Hätten wir das auch geklärt. Allerdings... Ich habe ein Manatee gekriegt. Wo kommt die denn her? Oh Gott, bitte lass das keine. So. Ich glaube, es ist eine echte. Sehr gut. Zauberei, Zauberschild stark. Ja, schade, dass ich keine Zauberer benutze. Wobei ich eigentlich auch gerne mal ein Zauberer spiele. Vielleicht mache ich das, wenn ich dann Dark Souls 2 Let's Play. Beziehungsweise da lasse ich dann euch entscheiden. Mal wieder. Was ich in Dark Souls 2 spielen soll. So klassenmäßig. Und das Tolle ist, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, egal was, ich würde spielen gerne. Was ist das? Also, die Leiche, die durch die Gegend gebackt ist.
Weiß der Geier, warum die da liegt. Geht's da raus oder ist da eine Nebelwand? Wenn eine Nebelwand ist, dann gehe ich nochmal kurz hier. Okay, geht's raus. Und runter? Bin ich hier reingekommen? Hier bin ich reingekommen. Glaube ich. Ja, hier bin ich reingekommen. Dreht sich die andere Treppe etwa auch mit? Oder habe ich hier irgendwas verpasst? Wo geht's hier hin? Bogenschütze, na klar. Komm ich irgendwie zu dem hin? Scheinbar kein Weg, der nicht daraus darin resultiert, dass ich sterbe. Also, machen wir es mal so. So, wo sind wir hier? Hallo? Was ist das? Aua, was war das? Was war das? Und wo? Okay, jetzt muss ich eine Menschlichkeit stocken, sonst sterbe ich. Ich habe das Gefühl, dass das eine Abkürzung ist. Jawohl. Hinter einem Bücherregal. Ich hab's doch gesagt. Beziehungsweise vermutet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo bin ich hier? Oh Gott, oh Gott. Das ist nicht da, wo ich vorher war. Das ist woanders. Aber hier ist ein Leuchtfeuer. Da bin ich auch zufrieden mit. Da ich zwei Leben habe, höhle ich mein, Quatsch, zwei Humanity jetzt habe, höhle ich mal um. Höhle ich um? Was ist denn das für ein Deutsch? Aufsteigen, wo ich 23.000, na gut. Dann entfache ich hier noch, damit ich hier 10 kriege. Dann soll das mit dem Teleportieren ja auch klappen. Hoffe ich. Ja, Feuerbrandstein, meine Unterhose. Also kann ich mich nicht wieder direkt zum Anfang teleportieren. Schauen wir mal. Dann gucke ich mich erstmal hier um. Ey, die Dinger sind riesig groß. Also die Archive hier. Echt krass. Der verläuft sich ja ständig. Vor allem sieht das gleich aus. Das ist eigentlich das Allerschlimmste. Alles gleich aussieht. Überall hat es dieselben Gegner, überall dieselben Treppen und alles. Wer zum Henker baut eine Säule direkt vor eine Treppe? Da möchte ich dann gerne mal den Architekten sprechen. Wo bin ich hier? So, da kann ich einfach runter. Das ist ja praktisch. Gar nichts. Da ist eine Treppe nach oben. Dem okay. Dann gehe ich da lang. Will erstmal gucken. Bevor ich den neuen Bereich da hinten erkunde, bleibe ich erstmal hier. Was war das? Wieso war ich fast instant down? Was ist das denn für ein Bogenschütze? Scheiße! Okay, ich gehe doch erstmal hier lang. Hier? Außer einer Kiste, wo bestimmt nichts Böses drin ist. Ah, es ist nichts Böses drin. Okay.
Blauer Brocken, wofür immer man die braucht. Stimmt auch irgendwas zum Waffen-Upgraden. Also mal hier, mehr Bücher, mehr Kisten. Wo bestimmt nichts be... Was ist mit den Mimics los? Wo bleiben sie? Oh. Ah, das sind diese Kanalisierer-Rüstung. Von dem Typen, die mir die ganze Zeit auf den Sack gehen. Na komm, du bist jetzt aber eine böse Kiste. Was geht hier ab? Riesenzellenschlüssel. Oh nö, das ist der von da oben. Also ich muss da nochmal hin. Ha, ich wusste es. Eine von denen muss der böse sein. Du Mistfink. Schmasch platt. Tritt ruhig so viel du willst. Gegen mich kommst du nicht an. Verzauberter Falchion. Was soll man, das ist eine Waffe. Hier noch was hinter? Noch eine Kiste. Ich kann ja eigentlich nicht böse sein, aber ich bin, vorsichtig. Aber da? Kristallglut. Kann ich dann Kristallwaffen schmieden oder was? Geil. Hier geht's irgendwo runter. Oder so, wenn ich jetzt den Hebel ziehe. Da sind Gegner. Da ist ein Gegner. Wobei ich noch nicht ganz überzeugt bin, dass da wirklich nur der ist. Noch eine Truhe. Ist schon wieder keine böse. Was ist denn hier los? Prismastein? Was machen die denn? Da. Wegsmarkierung dient auch zur Höhenmessung. Kann ich die dann werfen, dann bleiben die liegen, oder was? Okay. So, da geht es... Keine Ahnung. Bei Nebelwänden bin ich vorsichtig. Ich bleib erstmal hier. Ich habe ja auch da oben noch meine Seelen liegen. Und Humanity. Hatte ich die dabei? Ne, die habe ich verbraucht. Okay. Oder gehe ich erstmal zurück nach oben und mache diese Riesenzelle auf bei den ganzen Viechern. Ich glaube, das mache ich. Die war ja verschlossen. Da ist er. Das Bogenschütze, der zum Glück zu blöd ist. Ah, ach, da bin ich dann. Okay. Da liegen meine Sachen. Warte mal. Dann drehe ich doch jetzt einfach den da platt. Aua. Zack. 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 So. Aufs Maul, du Spast. Hier müssten irgendwo meine Seelen liegen. Ich glaube, ein Stück weiter unten. Aber dann mache ich halt erst den hier platt. Schlimm hier. Viel zu viele Gegner. Da sind sie. Tatsache. Ist die Frage, muss ich oben oder unten hin? Ich habe schon wieder komplett die Orientierung verloren hier. Ach, da
da war einer. Habe ich mich nicht geirrt. Mach ich euch trotzdem platt. So. Unten. Ja. Stimmt, da ist unten. Ah, die Treppe ist auf der anderen Seite. Wie komme ich denn da jetzt hin? Den ganzen Weg zurücklaufen, nur damit ich weiß, was dieses eine Item da oben ist. Schon ein bisschen übertrieben, könnte man meinen, aber nicht für mich. Ich will das wissen. Auch wenn es scheiße ist, es einfach geht ums Prinzip. Will wissen, was es für ein Item ist. Da geht's runter. Fuck. Gut, komm mal da zurück. In die Treppe. Da hinten dann wieder. Das ist mit diesen Drehtreppen voll verwirrend, finde ich. Ich hoffe nicht, dass es. Ich hoffe, dass es wirklich verwirrend ist und ich nicht einfach nur doof bin. Wenn ich einfach doof bin, wäre das blöd. So. Da sind wieder eine Menge von denen. Geht's denn hier hin? Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Von wo werde ich überall beschossen? Aua, von wo kam der? So. Die sind weg. Alles klar. Um die brauche ich mich erstmal nicht mehr kümmern. Dass ich alles fertig machen muss, nur um endlich dahin zurückzukommen, wo ich herkomme. Und ich habe halt keine Ahnung, wo das war. Ich glaube nur, dass ich jetzt hier einfach mal voll den Umweg gelaufen bin, weil hier hinter diesem Bücherregal ist der Weg, wo ich da hochkomme. Einen Langbogen hat er einfach, na toll. Ja. Wo also ist der richtige Weg? Auf jeden Fall auf dieser Seite. Du musst dran glauben. Das ist nicht mal einfach nur, weil ich Angst habe, dass mich dann von unten berührt. Mittlerweile ist es einfach Hass. Du bist scheiße. Du Kristallskelett muss sterben. Das Ding ist, ich laufe schon wieder seit einer Viertelstunde rum und war nicht an einem Bonfeuer. Da sind immer noch überall Gegner. Das heißt, ich komme zwar irgendwie weiter, aber nicht dahin, wo ich richtig bin, wie es aussieht. Okay, solange die mich in Ruhe lassen. Will ich da mal nicht weiter. Pfeilen. Die machen einen Schaden, das ist ja nicht mehr feierlich. Steht
Stirb! Bogenspast. Stirb auch du, anderer Bogenspast. Glaube, ich bin wieder am Anfang. Das ist der Anfang. Da vorne ist der Kristallgolem. Weird. Aber volle Kanne. Wie bin ich hier hingekommen? Beziehungsweise. Hä? Da geht's dann. Nee, doch. Hoch, glaube ich. Nee, dann geht's nicht weiter. Da war nur der Fungeldieter. Nee. Ich bin schon wieder bei 21 Minuten 30 und ich bin verwirrt. Hochgradig. Zu Recht, wie ich finde. Egal, wenn ich dann mal wieder versuche, irgendwie einen Weg zu finden. Sag ich mal, tschüss, bis zur nächsten Folge, wenn ich verlaufen in den Archiven bin. Bis dahin würde ich sagen, macht's mal gut. Bis dann, ciao.